Hallo und ganz herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Sarah Isabel und ich habe heute einen DM-Haul für euch. Und wenn du vielleicht heute zum allerersten Mal mit dabei bist und noch nicht Teil meiner kleinen YouTube-Familie hier bist, würde ich mich riesig freuen, wenn du jetzt auf den Abonnieren-Button klickst, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Als erstes habe ich hier eine Palette von BH Cosmetics und zwar die Zodiac Love Sign Palette. Und die habe ich auch in einem Video benutzt und das mit euch getestet. Also, das kommt morgen online. Dann schaut sehr gerne vorbei. Die sieht von innen so aus. Es sind 24 Farben drin und ein Highlighter und ich finde sie so wunderschön. Dann habe ich mir ein neues Trockenshampoo gekauft von Balea, das 6-in-1 Trockenshampoo. Ich habe noch eins zu Hause, wollte aber gerne aufstocken, weil es bald leer geht. Und ich muss sagen, das kann ich euch nicht so empfehlen. Ich habe es schon ausprobiert und dieses hier hinterlässt wirklich einen sehr starken Grauschleier in den Haaren. Bei mir kann ich das gut rausbürsten und so. Ne? Aber wenn ihr wirklich dunkles Haar habt, dann wird das ganz, ganz furchtbar aussehen. Und ja, Finger weg lieber davon. Ich benutze dieses Produkt hier jeden Tag, sodass ich es mir jetzt gleich zweimal nachgekauft habe. Und zwar von Atrix, die intensive Schutzcreme. Ich benutze es tatsächlich nur noch als einziges Produkt für meine Gesichtspflege. Ab und zu benutze ich dann nochmal so ein Serum von Revolution oder so, aber eigentlich nur noch das hier. Und mittlerweile benutze ich es für meinen ganzen Körper, auch für meine Beine nach dem Rasieren und ich liebe das einfach. Weiter geht's ganz unspektakulär mit Wattestäbchen. Ich habe die halt immer von Ebelin, diese 300 Stück und die sind auch mit Papierschaft, also nicht mit Plastik in der Mitte. Und ich habe die halt besonders immer für meine ganzen Make-ups benutze ich die und ja, daran kann man da nie genug von haben. Ich sehe gerade, dass ich hier eine Sache habe, die von Rossmann, also das ist gar nicht von DM. Und zwar haben wir bei Rossmann die Harissa Falafel gekauft. Also die Falafel von Rossmann mögen wir sowieso total gerne, aber auch bei DM gibt es welche. Und diese hier sind halt ein bisschen schärfer und falls ihr die noch nicht probiert habt, kann ich die euch auf jeden Fall empfehlen. Auch wenn es jetzt Rossmann ist. Hä, bin ich doof? Jetzt habe ich hier schon wieder was. Das ist auch von Rossmann. Aber es sind einfach nur diese ganz günstigen Reinigungstücher. Die gibt es halt auch bei DM. Und ihr seht, sie sind hier gerade schon ein bisschen schmutzig geworden. Ich habe sie nämlich eben gerade schon benutzt. Die finde ich super praktisch, um halt so Swatches von meiner Hand zu entfernen, wenn ich Videos drehe, wenn ich etwas schminke und so weiter. Also sind eigentlich mein ständiger Begleiter hier in meinem Filmzimmer. Diese sind jetzt, wie gesagt, von Isana, die 5-in-1 Tücher. Ich benutze sie niemals, um mein Gesicht abzuschminken. Da würde meine Haut durchdrehen. Ja, einfach nur so für Make-up entfernen. Mir ist Fußpflege mega wichtig und ich weiß, dass es so ein Thema ist, was manche Leute eklig finden. Ich verstehe nicht, wieso genau, weil wenn man seinen Füßen Aufmerksamkeit schenkt und sie genauso pflegt, wie man den Rest von seinem Körper pflegt oder sein Gesicht oder seine Hände, dann finde ich, es ist ein Körperteil wie das andere und es trägt uns immer durch die Welt. Also von daher, ich habe mir jetzt das hier mitgenommen. Das ist eine wundervolle Hornhautfeile. Ach, ich liebe den Namen. Jedenfalls benutze ich das unter anderem für meine Fußpflege, weil mir gepflegte Füße sehr wichtig sind. Essence hat ja jetzt diese This Is Me-Reihe rausgebracht, wo es Nagellacke und Lippenstifte in allen möglichen Nude-Tönen gibt, die man sich überhaupt nur vorstellen kann und für die unterschiedlichen Hauttöne perfekt sein sollen. Und aus dieser Reihe habe ich mir jetzt 3 von den Lippenstiften mitgenommen. Und ich meine, die sind alle aus der Medium und aus der Tan-Reihe. Also ich glaube, ich habe keine Farbe aus für super helle Haut, aber da könnt ihr ja sowieso benutzen, was ihr wollt. Ich habe hier einmal die 13. Ist halt mehr so eine Art, ja, Rosenholzton, aber so mit einem bräunlicheren Unterton auf jeden Fall. Dann habe ich hier die 14, was wirklich mich so ein bisschen, also ein bisschen erinnert an MAC Chili. Den habe ich nämlich auch. Also es geht so in diese orangeliche Richtung, aber ist nicht ganz so rot wie Chili von MAC. Aber ich habe noch gar nichts, was so in diese warme, rötliche, orangeliche Nude-Richtung geht. Und den hier habe ich auch schon in einem Video getragen, und zwar die Nummer 17. Und ich glaube, das ist auch die dunkelste Farbe oder die vorletzte Farbe. Auf jeden Fall ist das so ein richtiges Braun mit aber so einem Aubergine-Unterton. Mein absolut heiliger Gral, wenn es darum geht, meine Haare, also mein Blond, was übrigens jetzt bald wieder aufgefrischt wird, ich lasse mein Balayage hochsetzen, um es richtig kühl zu halten, funktioniert einfach für mich persönlich nur das. Nichts Teures kommt dagegen an, aber auch kein Produkt, was günstiger ist als das. Ich habe super viel ausprobiert. Langhaarmädchen, das Silbershampoo, ich liebe es. Ich kann nicht ohne und kann es auf jeden Fall von Herzen empfehlen, wenn ihr
blondiertes Haar habt und das wirklich super schön kühl haben wollt. Für den Urlaub habe ich nach einem kleinen Trockenshampoo gesucht und habe dann dieses hier bei den Proben gefunden von Batiste. Und das ist das Cherry Trockenshampoo. Und ich muss sagen, ich hatte schon mal von Batiste das für dunkle Haare, als ich damals noch dunkle Haare hatte. Das fand ich richtig gut, aber irgendwie hat mich dieses kleine jetzt gar nicht so überzeugt. Ich werde es auf jeden Fall aufheben und für die nächste Reise behalten, aber nachkaufen würde ich es mir auf jeden Fall nicht. Dann eine Mascara, die ich mir wieder nachgekauft habe, weil ich sie tatsächlich aufgebraucht habe. Nach sehr langer Zeit habe ich eine Mascara wieder leer gemacht. Und zwar ist es eine, die ich mir letztes Jahr im Spätsommer gekauft habe, die ich mir jetzt nachgekauft habe. Von Essence die Super Curl Volume Mascara Eye Opening. Die hat ein sehr kleines, geschwungenes Gummibürstchen mit sehr kurzen Bürstchenhärchen, die aus Silikon sind. Und es gefällt mir wirklich sehr gut, weil es meine Wimpern perfekt greift und formt und Farbe gibt und einfach toll aussieht. Wie gesagt, in dem Video, was morgen kommt, habe ich einige Produkte aus diesem Video getestet. Schaut dann sehr gerne vorbei, denn auch die nächsten beiden Produkte werdet ihr dort finden können. Und zwar einmal das hier, das ist von Maybelline, das Dream Urban Cover Make-up, was jetzt ja so krass gehypt wurde oder so durch die Beauty-Welt gegangen ist, hier auf YouTube und auf Instagram. Und ich habe es gekauft in der Farbe 100 Warm Ivory und ich finde, die Farbe passt wirklich perfekt. Ich trage sie auch gerade übrigens. Kleiner Spoiler. Dann auch ein neues, sehr, sehr spannendes Produkt. Ich finde die Marke wirklich cool, weil sie sich auch einfach mal was traut und nicht so in dieser Komfortzone bleibt, wie manch andere Marken, die man in der Drogerie finden kann. Und zwar spreche ich jetzt hier von 183 Days, die ja immer ein bisschen abgefahrene Sachen machen. Ich habe jetzt hier den Ready to Brow Ink in der Farbe 10 Ash. Und das Ding hat einfach so eine Art Lipgloss-Applikator. Was es kann oder nicht kann, könnt ihr euch dann anschauen. Meine Pinzette ist super alt und deswegen brauchte ich jetzt endlich eine neue. Ich glaube, meine habe ich irgendwie vor 4 Jahren gekauft oder vielleicht ist es sogar schon noch länger her. Und ich habe mir einfach wieder die gleiche gekauft, die ich vorher hatte, und zwar die von Ebelin. Ich finde die wirklich gut, die läuft spitz zu, die greift jedes Haar. Ich liebe diese Pinzette und ich finde auch, dass es keine teurere sein muss als die. Ich habe auch schon günstiger ausprobiert und ja, man merkt den Unterschied zwischen Qualität auf jeden Fall auch bei Pinzetten. Außerdem habe ich einen Überlack aufgebraucht vom Nägellackieren. Deswegen brauchte ich einen neuen. Ich kaufte einmal super gerne einen von Essence. Die funktionieren für mich perfekt. Ich habe schon so viele ausprobiert. Teuer, günstig, Quick Dry Top Coat, Instant Dry Top Coat. Das ist nicht der, den ich davor hatte, aber ich mag den hier auch wirklich gerne. Hä, was ist los mit mir? Also irgendwann muss ich da jetzt noch meinen Rossmann-Einkauf mit reingeschmissen haben. Und ich habe schon wieder vergessen, dass ich bei Rossmann war. Und zwar die Gelmaske Hyaluron Power. Die habe ich mir mitgenommen, weil meine Haut super gestresst ist. Ich sehr viel zu tun habe in letzter Zeit und dann dreht meine Haut total durch. Und deswegen aus der This Is Me-Reihe habe ich mir dann noch einen Nagellack mitgenommen. Und zwar ist das hier die Nummer 19 und das ist einfach nur so ein richtig schönes, dunkles Braun. Ist vielleicht jetzt nichts gerade für die kommende Sommerstimmung, aber ich liebe solche schönen Schlammtöne total auf Nägeln. Ich glaube, manche finden das halt eklig oder hässlich. Ich finde es richtig schön. So, meine Lieben, jetzt noch die letzten Produkte, die ich sogar geschenkt bekommen habe, nicht selbst gekauft habe, aber ich möchte sie euch zeigen, weil ich sie so cool finde. Und zwar hat Treacle Moon, ich habe nie eine Ahnung, wie man es ausspricht, neue Richtungen an Duschgels und ich zeige dir euch jetzt mal. Liebe Grüße an dich, Saskia, falls du dieses Video siehst. Saskia hat mir das nämlich geschenkt. Und zwar gibt es hier die Richtung Eisbonbon und das schmeckt wie diese Eisbonbons, die man halt wirklich lutschen kann. Ich habe mich so erschrocken. Das ist einfach super cool. Dann habe ich hier Nutmeg Coffee Cake und das riecht halt wirklich wie so ein Haselnuss-Latte-Macchiato, den man sich irgendwie gemacht hat. Und ja, auch total lecker. Mein Favorit ist definitiv Sweet Apple Pie Hugs. Oh, das riecht einfach, es riecht so, oh, es riecht einfach so fruchtig. Ich liebe das. Und dann gibt es noch Sugared Grapefruit Sunrise. Das riecht halt nach Grapefruit. Auch fruchtig, aber mir gefällt das sogar noch ein bisschen besser. Und das letzte, was auch super fruchtig ist, ist Happy Melon Sorbet. Das riecht auch
so gut einfach nach Melone. Ich liebe das auch total. Also ich würde sagen, das sind meine beiden Favoriten. Das war jetzt mein Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich konnte euch unterhalten oder inspirieren. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Und dann sehen wir uns hoffentlich bei meinem nächsten Video wieder. Tschüss!